Herzlich willkommen in Rayonus City zu einem neuen Part von Pokémon Schwarz. Das ist bereits die Stadt mit der vierten Pokémon-Arena und zuletzt habe ich wieder einmal gegen Bell und Sharon gekämpft, natürlich beide besiegt. Und Professor Ash haben wir noch getroffen, die hat uns freundlicherweise schon einen Hyperball geschenkt, den hebe ich mir aber noch ganz gut auf. Und der Rayonus City gibt es ja so viel zu sehen. Es gibt hier die Kampfmetro, die ist gleich hier, die werde ich mir aber bis relativ am Ende des Let's Plays aufheben. Weil die ist ähnlich wie der Duellturm, da habe ich jetzt eh noch nichts verloren, bin ich eh noch viel zu schwach. Dann soll es hier eine Achterbahn irgendwo geben und ein Riesenrad, also hier gibt es echt viel zu entdecken. In erster Linie interessiert mich natürlich wieder die Pokémon Arena, aber ich weiß auch noch, dass es hier irgendwo jemanden gibt, der mir eine VM schenkt. Ich glaube, in einem von diesen Häusern hier. Ja, hast du dir das Musical angesehen, das eigene Pokémon auf einer solchen Bühne zu erleben, schon ein bewegendes Ereignis, was? Es lässt sich kaum in Worte fassen. Stratos City ist der Dreh- und Angelpunkt der Finanzwelt und wenn man sich vergnügen will, ist Rayonus City die erste Adresse. Im Einhalt tummeln sich ganz viele verschiedene Menschen, Pokémon und durch den steten Zustand von beiden wird die Region immer geschäftiger. So ist das nun mal. So, bist das vielleicht eh schon du? Hey, du willst dir doch sicher mal erleben, wie es heißt, richtig stark zu sein. Alex erhält das Item VM4 Stärke. Ein Pokémon, das Stärke einsetzt, muss sich nicht mal im Kampf befinden, um Felsbrocken zu verrücken. Wenn du dich mal an großen Brocken versuchen willst, empfehle ich die Route 16. Mit einem kräftigen Horu geht alles. Gut, dann habe ich den Typen gerade eben gefunden. Von ihm bekommt man die VM4 Stärke. Ganz wichtig für später. Werde ich gleich mal jemanden beibringen. Sollen wir mich hier sortieren? Alles schön. Ich habe das immer gerne sortiert. Wohl, die TMs werden jetzt wirklich schon immer automatisch noch Nummer sortiert. So, hier. VM4 Stärke. Das Ziel trifft ein energiegeladener Kraftschlag, außer lassen sich mit der Attacke schwere Felsen bewegen. Hat vor allem eine Stärke von 80. Ja, ist schon eine relativ starke Attacke. Und ich glaube, die werde ich sogar meinem Verkokel beibringen. Das ist sowieso das Einzige, was es lernen kann. Und zwar statt dem Tackle. Der ist eh viel zu schwach. Hier, Tackle hat nur eine Basisstärke von 50 und Stärke hat eine Stärke von 80. Also, weg mit dem Tackle. Es hat sich ausgetackelt. 1, 2 und schwupp. Verkugel hat Tackle vergessen und Verkugel lernt Stärke. Jetzt bist du richtig stark. Ja, und Käfertruz habe ich noch von Alti geschenkt bekommen. Anwender lässt den Widerstand, greift an, der Spezialangriff des Zieles sinkt. Das ist aber eine eher schwache Käferattacke, brauche ich sowieso nicht. Okay. Gut. Dann soll es das mal wieder gewesen sein. Hauptsache, eines meiner Pokémon kann schon Stärke. Also es ist halt wie gesagt dieses Haus hier in der zweiten Reihe ganz links. Nein, ich wollte dich nochmal rein. Mensch, warum gehst du zurück? Sehr blöde Steuerung. Ich will doch weitergehen. So, wer bist du, du oder Glatzkopf? Eine Zugfahrt ist lustig. Nimm in der Weichenstation den Zug nach Ferula und genieß die schöne Aussicht, die sich dir während der Fahrt bietet. Ferula ist ein Ort, der ist eigentlich wahnsinnig weit weg. Und zwar, kurz Karte. Ist nämlich hier hinten, Ferula. Die Stadt bietet ein Wagenlager für defekte oder nicht gebrauchte Züge. Das ist echt verdammt weit weg. Und wenn man uns das jetzt mal ansehen, also wir haben ja hier unten angefangen. Hier ist Avenicia. Dann sind wir weitergegangen nach Gavina, rüber nach Orient City und dann weiter nach... Na, komm schon. Warum geht das nicht weiter? So, hier, Septerna City, manchmal hackelt die Steuerung hier so komisch rum. Dann seht ihr über die lange Himmelspfeilverrücke, die übrigens auf der Brooklyn Bridge basiert, hinüber nach Stratos City, sind der Route 4 gefolgt und sind schließlich hier angekommen in Rayonus City. Hier drüben gäbe es übrigens noch den alten Palast. Vor langer Zeit verschlang der Sand, dieses einst so stolze Bauwerk, da komme ich eh nicht wirklich weiter im Moment. Und dann laufen wir hier mehr oder weniger dann nur noch mehr im Kreis und klappern alle anderen Städte ab. Allerdings kann ich nur nach Westen gehen, nach Osten. Auf die Route 16 komme ich so gesehen gar nicht mal. Also nicht wirklich, da komme ich nicht wirklich weiter. Weil da geht es dann auf die Wunderbrücke. Und da werde ich aber, glaube ich, aus irgendeinem gewissen Grund nicht weitergelassen, was ich mich erinnern kann. Das heißt, mein Weg wird mich, wenn dann, auf die Route 5 führen. Die kommt ja auch von der Nummer her als nächstes. Dann geht es nämlich über die Maria-Zugbrücke nach Maria City. Und da gibt es dann auch schon die fünfte Arena, eine geschäftige Hafenstadt, auch als Tor zur Einhaltregion bekannt. Und dann geht es halt immer so weiter, bis wir einmal quasi ganz durch sind. Und hier ganz oben haben wir dann die Pokémon-Liga. Aber bis ich da ankomme, wird es noch ganz schön lange dauern. So, ah ja, genau, und das Fahrrad sollte ich mir vielleicht auch noch registrieren.
Damit ich das schneller griffbereit habe. Ein Klapper, der schneller als mit Tour betreten ist. Passt. Gut, ich glaube, die Arena war irgendwo im hinteren Bereich der Stadt. Etwas weiter rechts drüben. So, hier haben wir das Sportstadion und so. Hier, Sporthalle, Tennis und Basketball. Hey, Alex. Ich komme gerade aus dem Musiktheater. Es war wirklich total schön. Komm schon, Alex, das musst du dir ansehen. Hier entlang. Da sind wir auch schon. Lass uns reingehen. Und der Wahnsinn, oder? Und hallo zusammen, sehr erfreut, wirklich willkommen in meinem Musiktheater. Also ich muss schon sagen, ihr seht nach zwei famosen Trainern aus. Pokémon mit allerlei Dekoartikeln zu schmücken, nennt man Deko-Spaß. Probiert das doch mal, ja? Dazu braucht ihr natürlich eine Deko-Box, hier bitteschön. Alex erhält Deko-Box. In der Deko-Box findest du Deko-Artikel, mit denen du Pokémon kostümieren kannst. Wähle doch zunächst mal ein Pokémon aus. Okay, für Kokel? In diesem Sinne, auf die Deko, fertig, los! Du kannst dein Pokémon kostümieren, indem du Deko-Artikel aus der Liste auf es ziehst. Kostümiere für Kokel mit Deko-Artikeln. Ja, kriegst du halt mal hier so eine coole Sonnenbrille. Yeah, stylish. Das reicht. So, bist du mit Deko-Spaß fertig? Okay. Bravissimo, ihr habt beide wirklich einen ganz ausgezeichneten Modegeschmack. Wer sein Pokémon kostümieren kann, kann auch beim Musical mitwirken. Ich würde mich also freuen, wenn ihr hier bald bei einem Musical mitmacht. Alle Informationen dazu erhaltet ihr an der Rezeption. Also, ich sehe das Ergebnis eurer Arbeit dann auf der Bühne. Was mache ich nur, was mache ich nur? Das Musical reizt mich sehr, aber es gibt noch so viele andere Attraktionen hier. Ich habe mich entschieden, ich mache erstmal eine kleine Stadtbesichtigung. Bis später, Alex. Okay, so, das Pokémon Musical ist wieder ähnlich wie die Wettbewerbe aus den anderen Pokémon Games. Worum ich mich ja nie wirklich gekümmert habe, also kann ich nicht versprechen, dass ich das mal zeigen werde. Im Moment auf jeden Fall mal nicht. Das hat noch Zeit, das ist jetzt auch völlig optional. Ich brauche meinen vierten Orden. Papa, was machst du denn hier? Na was wohl, ich bin hier, um dich wieder mit nach Hause zu nehmen. Deine Mutter hat mir alles erzählt und du bist wirklich weit gekommen, aber deine Reise war jetzt lang genug. Ich will aber nicht nach Hause. Ich will mit Alex und dem Pokémon meine Reise fortsetzen. Nichts da, jede Reise ist einmal zu Ende und daheim ist daheim. Aber ich bin nicht wie du, Papa. Setz deine Reise nur fort, meine Kleine. Was soll das? Ich bin Ihr Vater. Was mischen Sie sich da ein? Mein Name ist Camilla. Ich bin die Arenaleiterin von Arena City und außerdem noch Model. Natürlich sind alle Menschen verschieden und somit oft auch ihre Meinungen. Und manchmal können einen die Meinungen anderer ziemlich verletzen. So ist es und genau das befürchte ich. Aber das Wichtigste ist doch, im Umgang mit anderen zu erkennen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dass das auch gut so ist. Und keine Angst, Belle ist ja nie allein. Ein Trainer hat immer sein Pokémon-Team. Pokémon sind zwar niedlich, doch kommt es hart auf hart, ist auf sie Verlass. Oh, wunderbare Pokémon. Bitte, Papa. Ich weiß, dass du dich um mich sorgst, weil Schlimmes auf der Welt passiert. Aber es gibt so viele gute Menschen. Zusammen mit dem Pokémon bin ich auch stärker geworden. Ja, du hast ja recht. Wenn es stur von dir ist, auf deiner Reise zu bestehen, ist mein Bestehen darauf, sie dir zu verbieten, genauso stur. Es scheint, als sei ich der größere Kindskopf von uns beiden. Es bedurfte der Worte einer Arenaleiterin, damit ich das erkenne. Belle, wenn du das wirklich tun willst, dann ist das auch in Ordnung für mich. Ich wünsche dir eine schöne Reise. Alex, bitte pass gut auf Belle auf. Papa, sobald ich den richtigen Weg für mich gefunden habe, komme ich nach Hause. Ganz bestimmt war er früher ebenfalls ein Trainer und viel auf Reisen. Eltern haben es auch nicht immer leicht. Hätte ich mich besser nicht einmischen sollen, ich wollte doch nur helfen. Also, meine lieben Trainer, ich erwarte euch in der Arena. Dort werdet ihr erfahren, welche Herausforderung eure Reise mit sich bringt.
Sie ist ja so cool. Ich will später auch mal so eine tolle Frau wie Camilla sein. Was wohl einmal aus mir werden wird. Wie auch immer, zuerst muss ich den richtigen Weg für mich finden. Bis bald, Alex. Wow, war mal wieder eine richtig krasse Begegnung. Jetzt haben wir auch schon die vierte Arenaleiterin kennengelernt, Camilla. Und wie gesagt, sie baut auf Elektro-Pokémon. So, wo geht's hier nochmal lang? Genau, Tipps zur Trainer, Musiktheater werden laufend Mitwirkende gesucht. Je öfter du mitmachst, desto mehr Dekoartikel winken dir. Ist schon klar. So, ich komme hier aber, glaube ich, noch nicht auf die Route, sondern in den östlichen Teil der Stadt. Oder doch nicht? Bewegung hält fit. Ob du gern trainierst oder nicht, spielt aber eigentlich keine Rolle. Gib das eine Pokémon und dann starten wir durch. Alex erhält Machuband. Die Initiative eines mit einem Machuband ausgestatteten Pokémon sinkt zwar, doch dafür wird es umso stärker. Das Item mag nicht sonderlich leicht einzusetzen sein, aber es ist, wie es ist. Ja, was macht nochmal das Machuband genau? Hier ist jetzt die Dekobox, genau, so hier. Machuband, ein Item, das ein Pokémon tragen kann. Der Initiative wird sinkt zwar, aber dafür wird es umso stärker. Ja, ich glaube, dazu erhöht sich dann aber sein Angriffswert, glaube ich, wenn es... Kämpfe gewinnen, irgendwie so war das. Es gibt ja nicht nur das Machuband, es gibt zum Beispiel noch die Machtkette, das Machtgewicht, das Macht... was weiß ich, da gibt es einige von diesen Sachen. Wollen wir jetzt Machuband? Das andere fängt, glaube ich, alles mit Macht an. Ist irgendwie jetzt... Ist auch egal. So, Deko-Box, eine ganz tolle Box, in der jede Menge bunte Deko-Artikel für Pokémon-Musicals Platz haben. Was mich im Moment aber auch nicht wirklich interessiert. So, ich will zur Arena. Im Hain der Täuschung auf Route 16 parkt ein Wohnmobil. Wie lange das da wohl schon rumsteht? Keine Ahnung. Vor dir liegen Route 16 und die Wunderbrücke. Nee, da will ich ja noch nicht hin. Nein. Route 16 ist noch tabu. Da sind, glaube ich, auch die Pokémon viel zu stark. Die Pokémon-Arena von Reuno City ist mit dem Vergnügungspark. Bestimmt erwartet einen da etwas ganz Verrücktes. Wie ehrlich so brav war, darf ich heute mit ihm in den Vergnügungspark. Das Riesenrad ist ja so toll, ich liebe Riesenräder einfach. So, jetzt sind wir im östlichen Gebiet der Stadt und hier ist irgendwo die Arena. Na, du suchst den Plasma? Sie haben sich ins Innere des Vergnügungsparks geflüchtet. Folge mir. Weit und breit niemand zu sehen. Steigen wir ins Riesenrad, vielleicht sehen wir sie aus der Höhe. Ich liebe Riesenräder. Mechanik in Perfektion, mathematische Präzision. Ich sage dir die Wahrheit am besten gleich. Ich bin der König von Team Plasma. Getsis hat mich um seine Mithilfe bei seinem Plan zur Rettung der Pokémon gebeten. Fragst du dich auch manchmal, wie viele Pokémon es eigentlich auf der Welt gibt? N! Alles in Ordnung? Alles bestens. Um die Pokémon zu retten, muss ich zuerst meine Liebe beschützen, meine Leute. Während ich kämpfe, flieht ihr von hier. Alex, also dann, teilst du meine Vision? Ja? Falls du die Wahrheit sprichst, so bin ich erfreut. Also dann, auf meine Zukunftsvision. Ich kann hier und jetzt nicht gegen dich gewinnen, aber damit Team Plasma fliehen kann, muss ich dich aufhalten. Herausforderer von Team Plasma N. So, jetzt hat er schon mehr Pokémon als bei unserem ersten Kampf dabei und ist auch stärker geworden, aber das bin ich auch. Er hat so eine geile Kampfmusik. So, na warte, Armstoß. Und schon ist ein Ganovil hinüber. So, was jetzt? Ein Symvolara. Das ist ein Psycho-Pokémon, muss ich aufpassen. Was guckst du so doof? Das sieht echt ein bisschen abgespaced aus. Nitro-Ladung. Oh, Psy-Strahl. Fies, das kannst du erst angreifen. Nein. Oh, Alter, wie stark.
So, dafür bin ich jetzt aber schneller. Dein Pokémon-Team sieht glücklich aus. Ja, das ist richtig. So, dann testen wir einfach mal die Stärke. Nein, es hat überlebt. Windschnitt. Nein, verkokelt. Nein, es wurde besiegt. Du bist doch scheiße. Wie fies ist das denn? Na gut, Navitop, komm raus. Hat ja bisher noch nie wirklich gekämpft. So. Ruckzucki. Dann kann ich auf jeden Fall zuerst angreifen. Und Symbolara wurde besiegt. Du Mistvieh. So, Navitop erreicht Level 22. Und ELC erreicht Level 16. So. Flampion. Flampion, der Ole Lampion, ist ein Feuer-Pokémon. Windschnitt. So, Feuerschlag abgewehrt. Gleich nochmal Windschnitt. Wie fies der einfach mal. Warum hat der ein Symbolare? Das ist voll gemein. So, wenigstens Feuerschlag, nicht Donnerschlag. Nochmal Windschnitt. So, Fassade. Ja, jetzt ist Navitop auch besiegt, dieser Mistkerl. Elitzeba. Schockwelle. Eine Elektroattacke, die zum Glück immer trifft. Aber Flampivo nicht besiegt, verdammt. Halte durch. Nein! Du Missgeburt. Schalkwab. Blubstrahl. Kopfnuss. Hey, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Okay, Wiegematsch. Ja, dann muss ich was anderes machen. Dann muss ich jetzt den einen Beleber, den ich mir zum Glück mal gekauft habe, auch einsetzen. Und dann bringe ich natürlich Verkokel wieder zurück. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass mich der so in die Enge treibt. So, Feuerschlag, das ist natürlich Wiegematsch gleich wieder am Arsch. Eh klar. So, jetzt opfere ich Nagelotz aber auch noch. Mein Beleber füllt ja leider nur die Hälfte der KP auf. Also benutze ich jetzt logischerweise noch was anderes, und zwar ein Tafelwasser. 50, das geht sich aus. So, Tafelwasser. KP von Fokul wurden aufgefrischt. Flampion, Kapfnuss, zack, fies. So, und jetzt habe ich echt nur noch mehr mein Verkogel. Das ist so fies. Mach es fertig. Okay. Stärke. Missgeburt. Kannst du es nochmal meine ganzen Pokémon zu besiegen? So, Verkogel Level 28. Und es versucht Bodycheck zu lernen. Ne, jetzt haben wir eh schon die Stärke. Brauchen wir nicht. Bodycheck vor ist der Kultschussschaden. Ist irgendwie doof. Lassen wir das. Und jetzt hat er noch ein Zurokex. Was wird aus der Zukunft, wenn ich sie mir ausgemalt habe, wenn ich verliere? Tja, das wirst du gleich sehen. Nitro-Ladung! Den Zurokex werde ich jetzt sicher nicht verlieren. Vergiss es. So, was macht das Angeberei? Auch nur bitte nicht. Nicht Angeberei. Angriff von Verkogel steigt stark, aber Verkogel wurde jetzt auch verwirrt. Na gut, ich riskiere es. Ah, Trottel! Hat sich natürlich selber angegriffen. Du dummes Schwein! Durchbruch! Okay, Moment. Keine Sorge, Tafelwasser nochmal. Ich werde nicht verlieren. Ganz sicher nicht. So, ich habe doch noch was anderes dabei. Statusheilmittel. Ne, ich habe nichts dabei. Was? Oder warte mal, Marenbeere ist gegen Schlaf, Pisebeere ist gegen Vergiftung. Nö, ich habe nichts dabei, was die Verwirrung heilt. Ich müsste es dazu austauschen, was ich aber nicht kann, weil es mein letztes Pokémon ist. Verdammt nochmal. Ah, so, jetzt kann ich selber angreifen und jetzt bist du down. Oh, doch noch geschafft, ey. Das war jetzt echt mega knapp. Das Ergebnis war dasselbe. Wer bist du eigentlich? Nun, du bist wirklich stark, aber es ist an mir, die Zukunft zu formen. Das ist meine Aufgabe. Dazu werde ich den Champ übertreffen.
Ich werde einzigartig sein, keine Niederlage kennen. Ich bringe alle Trainer dazu, ihre Pokémon freizulassen. Ist es dein Wunsch, wie bisher mit den Pokémon zusammen zu sein? Dann erlange alle Orden dieser Region und begib dich zur Pokémon-Liga. Dort kannst du ja versuchen, mich aufzuhalten. Aber falls du nicht von ganzem Herzen an deine Idee glaubst, wirst du mich niemals aufhalten können. Heilige Scheiße, war das jetzt ein knapper Kampf. Ja, das kommt davon, wenn man seine anderen Pokémon nicht immer trainiert. Das gebe ich ja zu. Jetzt habe ich das am eigenen Leib erfahren müssen. Wie schrecklich das sein kann. Gut, den Arena-Kampf hebe ich mir natürlich jetzt erstmal bis zum nächsten Part auf. Die Arena ist jetzt, glaube ich, ja, die ist hier. Pokémon von Rayona City, Leiterin Camille, die strahlende Schönheit. Aber die strahlende Schönheit wird noch warten müssen. Es wäre alles nicht passiert, wenn er nicht dieses scheiß Symbolare gehabt hätte, dieser Bastard. Das wird er mir noch büßen. Beim nächsten Mal mache ich ihn aber echt sowas von fertig. Aber so richtig. So, Pokémon heile. Meine ganzen Pokémon alle besiegt. Gut, dass ich mir den Einbeleber gekauft habe, sonst wäre ich echt erledigt gewesen. Und das kann ich einfach nicht zulassen. Dann kaufe ich mir besten noch ein paar Sachen. Das geht ja mal gar nicht klar. Dass der Typ so stark ist, hätte ich nicht gedacht. So. Also, ich brauche hier noch ein paar Supertränke, bitte. Gibst du mir nochmal 4? Danke. So, Beleber. Gibst du mir am besten gleich 5? Kann man nie genug haben. So, Gegengift, Paraheiler, ein... So. Es gibt ja leider eigentlich nichts, was einen von Verwirrung heilt, wenn man noch nicht Hyperheiler kaufen kann. Bringt einem das nichts. So, Superschutz, ein noch. Und... Feuer-Eisheiler ist egal, vielleicht doch noch mehr Paraheiler, weil bei Elektro-Pokémon kann ich auch paralysiert werden. Gibt es ja noch 4 Stück, so. Sicher ist sicher. Hyperdränge ist immer noch zu teuer. Normale Tränke gibt es mir auch noch 4. Superbälle habe ich im Moment 10 Stück. Das soll mal reichen. Heiliger Bimmer, das habe ich echt schon Schiss gehabt, das muss ich zugeben. Aber das sieht man mal wieder, das hat man eben davon, wenn man nicht alle seine Pokémon gleichzeitig trainiert. Aber wie soll ich das denn machen? Ich kann immer nur mit einem Pokémon auf einmal kämpfen, hallo? Aber das war voll unfair. Wenn er Simularen nicht gehabt hätte, hätte ich sicher eine bessere Chance gehabt. Aber das mit seinem Psy-Strahl, das hat ganz schön Damage gemacht. Naja gut, ich hoffe, gegen Camilla werde ich nicht so schlecht dastehen. Also, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Schwarz. Und das hoffentlich ohne... eine knappe Niederlage, weil das war wirklich ein extrem knapper Sieg für mich. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!